Hier sind unsere Tipps für eure Osterferien als Familie in den Städten des Südens. Teil 2. In der Quadratestadt Mannheim ist die Mitmachausstellung Elementa 3 im Technoseum genau das Richtige für alle großen und kleinen Entdecker. Und wenn ihr lieber Teil des größten Sommerfests der Stadt sein wollt, dann schaut doch ab dem 14. April gerne auf der Buga vorbei. In Freiburg ist für Abwechslung gesorgt, ob bei einer Schnitzeljagd durch die Gässle, einem Besuch des Planetariums während eines Ausflugs in die Natur oder in einem Freizeitpark. Langweilig wird es bestimmt nicht. In Stuttgart könnt ihr euch nach Lust, Laune und Wetter vergnügen. Das Planetarium, ein Besuch in der Wilhelma oder eine Fahrt mit der Killesbergbahn lässt alle Herzen höher schlagen. Heidelberg hat für Groß und Klein einiges zu bieten. Von Natur über kindgerechte Kultur bis zum Märchenparadies. Hier ist alles dabei. Auf dem Walderlebnispfad lässt sich die Natur so richtig erleben und bei schlechtem Wetter könnt ihr natürlich in der Sprungbude vorbeischauen. Wenn ihr gerne mal abtaucht, dann solltet ihr unbedingt ins Europabad nach Karlsruhe. Hier warten ganze 7 Wasserrutschen und noch mehr auf euch. Oder ihr schaut im Landesmuseum vorbei. Besonders lohnt sich die Expothek, dank dieser könnt ihr einige Exponate in die Hand nehmen oder per Virtual Reality in längst vergangene Welten eintauchen. Alle Links findet ihr wie immer in unserer Story. Viel Spaß und schöne Ferien!